Spannend geht es weiter bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung 7 Zeit. Cresselia sagt, wir müssen aus der Welt geschafft werden, damit die Verzerrung des Raumgefüges aufhört. Doch ist das wirklich die Wahrheit? Ich bedauere sehr, dass ich das tun muss. Bereitet euch darauf vor, zu verschwinden. Es muss getan werden. Die Welt muss gerettet werden. Ah! Hey! Hallo, Nagi? Itoshki? Wo seid ihr? Ja. Wir sind unterbrochen worden. Und dabei wäre mein Werk fast vollbracht gewesen. Ich wurde diesmal unterbrochen. Aber ich werde dafür sorgen, dass ihr beiden verschwindet. Wenn ihr die Welt natürlich selbst retten wollt, dann solltet ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, euch selbst verschwinden zu lassen. Lebt wohl. Das war knapp. Hey, hier seid ihr also. Traumato? Warum bist du hier? Ihr wart so lange weg, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mich entschieden, tapfer zu sein und nach euch zu schauen. Dieser Ort hat etwas Gefährliches an sich. Wir sollten hier nicht bleiben. Gehen wir fürs Erste zurück zur Gilde. Okay, ist wohl erstmal das Beste. Und speichern das mal ganz gut. Eieiei, da stellt man uns mal wieder vor eine ziemlich ernste Entscheidung. Wir sollen uns für alle Pokémon dieser Welt opfern? Oder gibt es nicht doch einen anderen Weg? Schwierig. Ich verstehe. Ihr seid also Cresselia begegnet. Und sie sagte, dass sich der Albtraum von Azura durch eine Verzerrung im Raumgefüge verursacht wurde? Ja, blablabla, ich kann nicht mehr sprechen. Ja. Wenn sich nichts daran ändert, dann werden alle Pokémon genau wie Azura in einen endlichen Schlaf versinken. Das hat Cresselia gesagt? Ja. Wenn das alles stimmt, haben wir ein schlimmes Problem. Wir müssen etwas tun. Also, Plauderei, was weißt du über Cresselia? Ich weiß von diesen Pokémon, aber nur von Hörsagen. Es heißt, Cresselia scheine nur in der Nacht des Viertelmondes. Es heißt weiter, sie könne emotionale Wunden anderer Pokémon einfach mit dem sanften Licht ihres Körpers heilen. Sie machte keinen so freundlichen Eindruck. Noch eine Sache über Cresselia. Man sagt, dieses Pokémon habe eine mysteriöse Kraft, die Dunkelheit bannen könne. Die Kraft, in Dunkelheit zu bannen? Hey, hey! Nur damit ich es nicht falsch verstehe. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden alle Pokémon der Welt für immer einschlafen? Hey, hey! Das bedeutet, wir müssen jetzt etwas tun, um die Verzerrung des Raumes zu beheben. Hey, Itoshki. Sagte Cresselia zufällig etwas von... Nun, sagte sie etwas darüber, wie die Verzerrung des Raumes aufgehalten werden kann? Was? Wie man die Verzerrung des Raumes aufhalten kann? Warum bist du so himmelig? Habe ich dich irgendwas Seltsames gefragt? Nein, das hat nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. Tut mir leid. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. So, ein Weg, um die Verzerrung des Raumes aufzuhalten. Nö, ich erinnere mich nicht, dass Cresselia etwas dazu gesagt hätte. Ah, verstehe. Das ist bedauerlich. Naja, was soll's. Schauen wir uns die Verzerrung des Raumes einmal gemeinsam an. Wenn wir das nicht tun, können wir die Ausbrechung des Albtraums nicht verhindern. Plauderei. Ja, Guildmaster. Alles klar, Leute. Wir gehen für heute auseinander. Oder morgen forscht ihr individuell nach, was es mit der Verzerrung des Raumes selbst auf sich hat. Jawohl, ja. Wird erledigt. Alles klar. Wegtreten. Uiuiui. Wir konnten den anderen nicht die Wahrheit sagen. Als wir in der Gilde waren, als Ramat uns fragte, ob wir wüssten, wie die Verzerrung des Raumes aufzuhalten sei. Ich habe gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir wissen, gibt es einen Weg, die Verzerrung zu stoppen. Die einzige Lösung wäre, dass wir von dieser Welt verschwenden. Ich konnte mich nicht überwinden, das zu sagen. Aber ist das etwas, das ich jedem auf die Nase binden muss? Das ist wahrlich keine leichte Entscheidung. Hey, Nagi,
Was sollen wir denn jetzt machen? Wenn wir verschwenden, ob die Welt dann gerettet wäre? In diesem Fall wäre es vielleicht das Beste, was wir tun könnten. Itoshki! Aha, ich halte das nicht aus! All diese Sorgen machen mich müde. Legen wir uns schlafen, Nagi. Oh Mann, ich konnte in so einer Situation nicht schlafen, Mann. Aber versuchen wir mal ein Auge zuzudrücken. Kann ich schlafen? Itoshki schläft schon, nehme ich an. Aber ich muss mich fragen, wie ich es verstehe, verursachen wir die Verzerrung des Raumes. Aber wieso treibt das die Welt in den Abgrund? Ich kann es immer noch nicht glauben. Beim ersten Mal dachte ich, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Aber nach diesem zweiten Traum, als mir von der Verzerrung des Raumes erzählt wurde, von da an begann ich zu denken, dass es vielleicht wahr sein könnte. Hey, da fällt mir ein, dass ich am Morgen, nachdem ich diesen Traum hatte, Itoshki sprach mit mir. Warum bist du so gedankenverloren? Das kenne ich gar nicht von dir, Nagi. Komm schon, zeig etwas Elan. Itoshki ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich. Aber Itoshki könnte recht haben. Itoshki war ungewöhnlich gut drauf damals. Aber Itoshki war gerade vom gleichen Traum über Cresselia aufgewacht, den ich auch hatte. In dem Moment muss ich Itoshki absichtlich fröhlich um mich herum verhalten haben. Weil Itoshki vermutete, dass ich genau den gleichen Traum gehabt hatte. Und mich daher aufheitern wollte. Itoshki muss auch Angst gehabt haben. Aber Itoshki war viel besorgter um mich. Und dann dem Albtraum von Azuril. Was Cresselia sagte und was sie zu tun versuchte. Das hat mich niedergeschmettert. Aber genau deshalb. Genau deshalb darf ich den Mut nicht verlieren. Meinen Mut nicht verlieren. Mut. Ah, die Nacht will heute irgendwie gar nicht enden. Hey, Moment mal. Wo ist Itoshki hin? Itoshki ist nicht hier. Vielleicht draußen? Oh, da ist er ja. Na, Nagi? Du bist auch schon wach, was? Ich habe kein Auge zugemacht. Hey, Nagi. Dürfen wir wirklich nicht hier bleiben? Können wir nicht in dieser Welt bleiben? Als wir die Alge am Zeitturm bekämpften. Du hast gekämpft, obwohl du wusstest, dass du verschwinden würdest, Nagi. Denn sogar wenn du verschwinden solltest, du dachtest, es würde die Welt retten. Darum hast du es getan, oder? Wenn es so ist, vielleicht sollten wir dann dieses Mal das Gleiche tun. Itoshki. Ich wusste zwar, dass ich gegen die Alga kämpfte, dass ich verschwinden würde, falls wir Erfolg hätten. Aber das musste getan werden, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Damals war ich bereit, für die Rettung der Welt zu verschwinden. Ich fühle jetzt genauso. Aber ist die Situation wirklich gleich? Irgendetwas fühlt sich diesmal anders an. Oh, Nagi. Was meinst du dazu? Sollten wir wirklich aus dieser Welt verschwinden? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Du denkst bestimmt, wir sollten verschwinden, Nagi. Wenn dem so ist... Aber irgendetwas ist seltsam. Du glaubst, irgendetwas sei seltsam? Was ist seltsam? Das ganze Raumverzerrungsdings da bumst da. Die Verzerrung des Raumes? Ich verstehe diese ganze Idee mit der Verzerrung des Raumes nicht wirklich. Aber uns wurde gesagt, dass wir die Verzerrung verursachen würden. Das wurde uns bei der Glitzerquelle gesagt. Wenn du darüber nachdenkst, musst du einsehen, dass diese Raumverzerrung wirklich real ist. Das stimmt. Aber irgendetwas...
Irgendetwas ist diesmal anders, was das Verschwinden betrifft. Ich weiß, dass etwas anders ist. Aber was ist es? Ich muss darüber nachdenken. Und im nächsten Video weiß ich es vielleicht genauer. Also, wir sehen uns!